Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Together DayZ Standalone. Ich bin nicht allein. Ich habe hier da so ein Anhängsel. Ich glaube, der heißt Noah Fuzuki. Und da noch so einen. Der heißt Henne Escobar. Und ja, wir sind gerade Anfang von Berenzino, ne? Richtig. So ziemlich, ja. Wir haben auch gerade hier einen Bambi getroffen. Der meinte, da geht auch gerade richtig die Post ab. Wir wollten da eigentlich in ein Schulgebäude, um uns, bessere Klamotten zu besorgen. Boah, ich habe Angst. Vor allem dir erstmal eine Hose. Ja, ich habe keine Hose an. Okay, wollen wir dann mal schnell weg hier? Würde ich sagen. Ja, also, aber rein oder was? Ja, wir können ja so ein bisschen außen rumlaufen. Ja, das wäre echt nicht schlecht. Vielleicht kann man da ja schon irgendwas sehen. Okay, ich muss halt nur gucken. Okay, warte mal, wir sind jetzt hier. Okay, warte, ich laufe hier lang. Seht ihr mich? Ja. Mal aufstehen. Folge dir einfach mal. Ja. Warte mal, das Meer ist jetzt hinter uns? Richtig. Okay. Ja, da meint er, dass in Berenzino richtig die Party abgeht. Ja. Aber bis jetzt höre ich davon noch nichts. Ist das überhaupt Berenzino? Ja doch, da vorne sind die Apfelfelder. Ich wollte ihn gerade schon abknallen, ne? Wo er hochkam. Ich wollte gerade abdrücken. Da hat er schon gesagt. Ja. Ach, der hatte ja nichts. Der hatte noch nicht mal einen Rucksack oder sonst was. Der war ja richtig fresh. Ja, na, das Problem... Da ist das dann auch so, da würde ich dann so, also da würde ich selber, wenn ich alleine spielen würde, sogar noch Gnade walten lassen, weil wenn er nämlich gerade Bambi ist, klar, er könnte Leute anlocken und so, aber in der Zeit verpisst man sich einfach schnell wieder. Richtig. Also das Einzige, wo ich wirklich einen Bambi killen würde, ist halt, wenn wir jetzt zum Beispiel an einem Ort sind, wo man sich schnell alles Mögliche zusammenlooten kann, wie zum Beispiel die Gefängnisinsel oder eben ein Airfield. Oder halt eine Military Base, da würde ich dann auch einen Bambi killen. Weil woher weiß ich denn, dass der sich nicht schnell die Sachen da zusammenlootet, mich sucht und mich dann abknallt. Na, also hast da du ja letztens, ne? Sowas ähnliches. Ja, richtig, auf der Gefängnisinsel, ne? Nee, war nicht heute irgendwas? Heute? Ja, der hatte erst keine Waffe, dann habt ihr abgemacht, dass ihr euch nicht tötet und dann kam er mit einer Waffe wieder und hat dich gekillt, ja, oder nicht? Ja, genau, also der hatte eine Waffe, allerdings hat er die nicht im Anschlag gehabt. Und da dachte ich, ja gut, okay, lässt ihn einfach mal laufen. Und auf einmal dreht er um, kommt zu mir mit halt gehobener Waffe, ja, und hat mich halt abgeknallt dann. Ja, natürlich mega ärgerlich. Also in den paar Stunden, wo ich heute schon DayZ spiele, ist schon wieder, ja, für meinen Geschmack fast zu viel passiert. Ja, bis jetzt ist ja noch alles gut gegangen, wir haben uns wiedergefunden, Gott sei Dank, und ja, wollen wir mal gucken, wo uns das Glück so hinbringt hier. Dein Level ist schon erreicht. Ja. Ja, also, Berenzino an sich ist verdammt klein, vielleicht ist hier wirklich nichts los, wir können ja mal nach Lambamill. Vielleicht ist da ja dieses Schulgebäude. Irgendwo dazwischen müsste, glaube ich, ein Schulgebäude sein. Die sind ja ein bisschen abseits, die Dinger, ne? Ja. Okay, also wir rennen jetzt quasi genau geradezu auf dieses Baugebäude da. Dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Bauernhof dürfte es sein, oder? Wie bitte? Ist das nicht so ein Bauernhofsgebäude? Nee, dahinter. Denn ja, genau, ja, dahinter, ja. Das ist das Neubaugebiet quasi. Genau. Oder ja, Baustelle einfach. Da, wo dieser Kran ist. Und da wollte ich nochmal ganz gern reingucken. Vielleicht finden wir da nochmal einen Rucksack für mich. Und ja, dann würde ich auch sagen, ja, wenn das zwischen Lambamill und zwischen Berenzino ist, dann müssten wir das ja eigentlich sehen können. Ja. Schauen wir mal. Also da wollt ihr jetzt mal eben rein, ja? Genau, in dieses, in die Baustelle. In den Rohbau. Genau. Oh, Schüsse! Was? Ich hab von links den Schuss gehört. Wieso hab ich den Schuss auch nicht gehört? Wahrscheinlich, weil, keine Ahnung. Oder ich war wirklich noch ein paar Schritte zu weit weg davon. Oh shit, ey. Wer hat den blauen kleinen Rucksack? Das war Paddy, ne? Ich hab keine Schüsse drauf. Okay, alles klar. Dann ist das Noah und da hinten ist Tamara. Um eure Verwirrung aufzudecken, ich bin Paddy, Noah Fuzuki. Also genau. AKA Noah Fuzuki. Yes. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht einen Rucksack finden. Weil ihr habt ja beide einen, ne? Korrekt. Ja. Warte mal, wie voll ist denn der Server? Oh shit!
Okay, alles klar. Da hat sich... Kurz mal einblenden. Oh, ja. Yes. Oh, da hat sich wieder ein bisschen was getan. Admin ist auch drauf. Ja. Der ist anscheinend viel vertreten, der gute Mann. Der ist auf vielen Servern. Ja, man kann sich auch einfach Admin nennen. Ob er das dann wirklich ist, das weiß man ja nicht. Richtig. Wir werden sehen, wenn uns jemand durch 5 Gebäude, 3 Berge, 2 große Städte von der anderen Seite der Karte einen Headshot verpasst. Dann wird es wahrscheinlich Admin oder Hacker sein. Quasi fast wie vorhin. Ja, genau. Vorhin... Ey, das kann echt sein, dass das wirklich ein Hacker war. Bin nämlich noch nie hier auf einen Hacker gestoßen, aber es würde ja passen, weil... Guck mal, wir waren mitten auf der Karte da. Richtig. Ich wurde erschossen, dann treffe ich mitten am Meer jemanden, der auch richtig gut equipped war. Und der hat auch gesagt, dass ein Freund von ihm gerade erschossen war. Also wurde also quasi zeitgleich. Ja, das wäre natürlich krass. Krass wäre natürlich auch, wenn der, den ich getroffen habe, wenn der das gewesen ist. Wenn der quasi der Hacker war und nur so tun wollte, so, ja, hier wurde gerade jemand erschossen oder sowas. Obwohl er mich erschossen hat, weißt du, um Verwirrung zu stiften. Ja. Ah, naja, keine Ahnung, das weiß man jetzt nicht. Ja, krass. Aber auf jeden Fall eine bizarre Situation, ja. Kann man schon so sagen. Crasser. Days. Das bin ich. Oh, ich hab echt ein bisschen FPS-Einbrüche hier. Ja, die. Muss aufpassen, dass ich hier nirgendwo runtergletsche. Tja, dann würde ich da mal sagen, dann wär's auf jeden Fall mit der Daisy-Karriere gewesen. Ja. Mit dem Charakter. Ist ja nicht das erste Mal. Auf jeden Fall, ey. Ja, nichts Neues, ne? Ach, das wird so oft passieren hier noch. Will jetzt ehrlich gesagt gar nicht so dran denken. Neuer Spitzname für das Spiel. Day Glitch. Ja. The Daily Glitch. Täglich neue Glitches. Rockwell, du hattest doch ein Fernglas, ne? Ja, ja, ich guck schon die ganze Zeit immer mal wieder. Da oben den Berg hoch vielleicht mal, wäre vielleicht interessant. Oh Mann, ey, das ist... Manchmal nervt's, ey. Wo denn? Was denn? Ach, das Fernglas, die spackt immer so ab. Da, so den Berg hoch, da wo diese Häuserreihe ist. Siehst du das, was die macht? Ah, ja, jetzt. Nimmt die hoch jetzt und... Ja, ja, und irgendwann funktioniert's dann. Also links von dir jetzt, um den, genau, da hoch. Wäre vielleicht mal interessant zu sehen. Okay, oben scheint auch nichts weiter zu sein. Da ist das. Warte mal. Ich hab schon wieder Soundbug gerade gehabt. Ja, ich auch. Stehst du gerade still? Ich? Ja. Ja, oben. Okay, atmet dein Charakter ziemlich heftig. Oh ja. Okay, dann warst du das. Also ich habe nichts erblicken können. Okay. Okay, ich komme mal wieder ganz runter. Also oben habe ich jetzt auch nichts weiter gefunden. Also man müsste wirklich bei Joe Corella vielleicht permanent so einen Zensierbalken aktivieren. Ich konnte gerade was erblicken. Guck mal jetzt. Macht einen auf Basic Instinct oder was? Na, mindestens. Schicke Unterwäsche. Dünnste Schlipper der Welt. Ja. Ne, schön mit Sternchen drauf. Passt gut zur Payday-Maske. Ja, das sag ich dir echt. Alles farblich abgestimmt. Okay, wo seid ihr? Bist du schon ganz unten wieder? Ja. Na gut, okay, dann kommen wir da mal hin. Fast oberste Etage noch. Okay. Renn mal zum Kran. Oh, warte mal. Ah, ich dachte gerade, ich habe jemanden gesehen. Was für ein Labyrinth hier. Ach, da bist du. Ja, hier kommen wir raus. Ich hab Schüsse. Was war das? Schuss gehört. Schüsse. Von Berezino. Okay, kommt mal schnell raus. Runter, kommt mal schnell runter. Ja, wir sind unten. Wo bist du? Warte, ich komme mal auf die Straße hier. Wir sind im Gebäude. Du bist beim Haupteingang. Okay, Haupteingang müsste hier hinten sein, oder? Hier bist du. Okay, hier bin ich. Ich würde sagen, wir flüchten da oben mal kurz in die Häuser. Oh Mann, Alter, ich weiß jetzt nur nicht, von wo das kam. Ich glaube, das kam unten aus der Richtung, Meer. Aus der Richtung, wo wir jetzt hier hingehen, habe ich ungefähr den Schuss her gehört. Das ist schön. Was, aus der Richtung? Ich habe das aus vom Meer Richtung. Gehört.
Nee, ich nicht. Ja, scheiße, wo gehen wir dann jetzt hin? Am besten nicht hier offen stehen bleiben. Ja. Na gut, okay, ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal hier weiter. Hier nach rechts dann lang, so über die Wiese. Na klar, 9 FPS, ey. Ja, bei mir ist auch gerade ganz schlimm. 15, 11. 9 gerade. Seid ihr noch hinter mir? Ja. Ziemlich, ich gucke gerade, ich sehe euch ja. Okay. Ich warte, ich warte mal kurz. Ich nutze mal den Trick, wenn ihr, nur mal zum Tipp, wenn ihr FPS-Anbrüche habt, liebe Leute, ne, dann guckt kurz so ein bisschen auf den Boden, so dass ihr wie bei mir hier so auf dem Horizont so ein bisschen nur seht. Ja. Schüsse, okay, Schuss von rechts. Von rechts, ja. Schuss von rechts, wieder zurück. Oh, scheiße, Alter. Okay, lasst uns mal hier vorne in das grüne Gebäude da. Jawohl, nee, nicht ein Gebäude, oder? Nachher catchen die uns da fest wieder. Okay, schlag mal schnell was vor. Geradeaus durch den Wald. Okay. Im Wald verlieren sie uns schnell. Mindestens auf meine leise Hoffnung. Bringt ja jetzt nichts, wenn wir uns da reinstürzen. Ihr habt beide keine Waffen. Kommt von rechts. Das wäre dann ziemlich unklug. Deswegen flüchten wir jetzt. Ich habe eine Mistgabel. Ich kann ja versuchen, wenn ich G drücke, dass ich die Mistgabel so weit werfe, dass ich die treffe. Also ich habe zwar eine Pistole, aber ich habe nur einen Schuss in meinem Magazin, weil ich keinen... Oh, bei mir... Oh, ich habe richtig Einbrüche gerade. Oh ja, ich auch. Oh, das ist ganz übel gerade. Vielleicht solltest du die Mistgabel auf den Rücken packen, dann kannst du schneller rennen, wenn du eh nichts machen kannst. Ja, mache ich jetzt auch mal. Okay, seid ihr alle noch da? Ja, ich bin... Ich dürfte jetzt vor dir sein oder links von dir. Ja, okay, ich sehe euch. Okay, wir sollten nicht alle so nah ineinander laufen. Sind wir ein bisschen weggegangen von euch? Ihr wollt jetzt da hoch in den Wald, oder wie? Ja, erstmal. Das würde ich sagen, oder? Ja, jetzt führt erstmal da oben in den Wald, gucken, überblicken. Die sehen uns ja dann nicht gleich sofort, weil dann können wir nämlich gleich von da aus nämlich zwischen den Bäumen durchgucken, ob wir verfolgt werden. Ja. Wir gleich oh Mann, Alter. Das Problem ist, fällt natürlich auf, wenn hier so eine Gruppe mit zwei Leuten, die einen blauen Rucksack haben. Ich hasse meinen Rucksack. Ehrlich. Aber besser als gar keiner. Ja, natürlich. Der davor, den ich hatte, war lila. Das ist natürlich scheiße, ne? Ja. Also stimmt lila schon. Oder blau, scheißegal. Man muss echt einen grünen am besten haben. Okay, ich würde sagen, wir flüchten hier mal kurz. Okay, ich schmeiß mich hier mal schnell in die Tanne. Guck mal gleich mit dem Fernguck. Ich hoffe nicht, dass ich euch dann jetzt hier verloren habe. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich glaube, oh, es ist am Mann. Joker. Okay, ich kann nichts sehen. Ich hab dich. Tja, Alter, von wo kam das jetzt? Ich bin bei dir, Henne. Okay. Das ist übelst auch am Abwackeln, wenn ich das Fernglas benutze. Ich weiß nicht warum, das ist erst seit heute. Mhm. Wahrscheinlich, weil du jetzt gerade aus der Puste bist. Das ist normalerweise, wenn man das so auf Armor Engine bezieht, wenn du anfängst zu rennen, fängt die... Sicht mit der Waffe und Sicht mit dem Fernglas anzuwackeln. Ja gut, das habe ich auch mit der AK gemerkt. Die hat auch nach dem Laufen. Aber ein Schulgebäude zum Beispiel kann ich hier auch nicht erkennen. Oh, dann müssen wir mal gucken, damit wir hier nicht wild rumrennen. Am besten mal den Shit googeln, ey. Oh Mann. Das bringt ja auch nichts, wenn wir dann hier rumrennen. Ich meine, ich habe hier aber irgendwann mal was gesehen. Ich bin ja auch einfach doof. Also liebe Leute, da könnt ihr mal mein Inventar mal sehen, falls euch das mal so interessiert. Es war fix. Aber mir gibt's nicht viel zu gucken. Ich war einer der wenigen Leute, die eine MP5 bekommen haben. Leider kein Magazin dafür. Hier ist noch ein AK-Magazin, das ist aber für die Rifle. Oh, und dann habe ich hier noch zweimal Reis. Bisschen was zu trinken, hier noch zwei Dosen. Zwei Kentins und eigentlich hatte ich noch, ach wobei, das glaube ich, das hatte ich den beiden
Kollegen. Seid ihr denn? Links von, ja, wir sind in der Tanne hier. Also, ich meine, das sage ich jedes Mal, aber ich sehe nichts mit dem Fernglas. Okay. Also da, ich habe da jetzt nichts Auffälliges beobachten können. Ja, dann wird da wahrscheinlich auch nichts sein. Ich meine, der Bambi hat schon gesagt, dass er hier Highlight in Dosen ist, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play DayZ Standalone. Mal gucken, was uns noch erwartet, nachdem wir hier Schüsse gehört haben. Mal wieder. Oh Mann, Alter. Na gut, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.